passt schon. Ah ja. Ein schönes Anfangsbild. Liebe Freunde des Tiroler Sternenhimmels, Linda und Renkwalder melden sich aus der Quarantäne im Proberaum in Untermiering. Wir freuen uns, dass wir zu diesem wunderbaren Tiroler Sternenhimmel Adventkalender auch einen Beitrag leisten können. Wir bitten um weise Weihnachten, damit auch der letzte Feriengast, der gerne zu uns kommen würde, sich auf den Urlaub in Tirol freut. Let it snow. 1, 2, 3, 4. In Kappel, wer da kein Gasthaus hat, der ist ein Lappel. Die haben uns laut in Ischgl drein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Ich hab 350 Betten und einen Shuttlebus zur Weihnachtsmetten. Es soll der weise Weihnacht sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Im November geh ich flanieren. Nur den Dorfkern in Spitzir. Der Nachbar baut ein Spa am Sobelham. Doch er ist mit ganz im Zeitplan. Und meine Gäste sehen, wenn sie kämen, vom Balkon aus den Memmen schwemmen. Im April wird er fertig sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Yeah! Den Bau auch eingestellt, weil der Leitrad fehlt plötzlich das Kleingeld. Ein ganzer Stock, der fällt im Nu. Let it snow, let it snow, let it snow. In der schönen Winterszeit sind keine Baustelle weit und breit, weil der Schnee deckt alles zu. Jede Baustelle jetzt tabu. Am Dorfplatz in der Mitte steht die letzte Abriss-Ski hinten. Und daneben noch das Dixie-Klo. Let it snow, let it snow, let it snow. So, mein Freund! Auf der Idolb, da liegen sie um. Die Mountainbikes vom letzten Sommer. Und der da hinten muss ein Biker gewesen sein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Jetzt will ich es nur genauer wissen und kontrolliere nur unsere Pisten. Sie sind herrlich anzuschauen. Alles braun, alles braun. Und wenn der Herrgott dieses Jahr vergisst den Wintereinbruch offenbar, schalt mal die Schneekanonen ein. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Lass es schneien, lass es schneien, lass es schneien. Ja, liebe Menschen von nah und fern, die das jetzt gesehen haben, das war unser kleiner, bescheidener Beitrag zum Tiroler Sternenhimmel Adventskalender 2020. Besondere Umstände erfordern auch ein besonderes Engagement. Und umso mehr würden wir euch bitten, auch in diesem Jahr den Tiroler Sternenhimmel ein bisschen zu unterstützen. Jeder Euro hilft. Tiroler helfen Tirolern. Ich darf mit Markus seit Beginn des Tiroler Sternenhimmels im Organisationsteam mit dabei sein. Und wir würden uns wahnsinnig wünschen, dass wir euch ein bisschen dazu motivieren konnten, auch ein kleines Schärflein dazu beizutragen, dass der Tiroler Sternenhimmel auch in diesem komplizierten und herausfordernden Jahr 2020 vielen in Not geratenen Tirolern unter die Arme greifen kann. Das wünschen wir euch und natürlich jetzt noch eine ruhige, besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.